Jeder, der das Interesse hat, sich im Leben zu verbessern, muss erkennen und verstehen, dass das Konzept Schein und Wirklichkeit im Zusammenhang des Dajjals Zeitalter ist. Verstehst du? Das ist einer der seltenen Augenblicke, in denen du die Chance hast, einmal die Wahrheit zu sagen. Was siehst du hier vor dir? Das ist... Du siehst exakt das, was ich dich sehen lassen will. Und sonst gar nichts. Das ist die Illusion, Ivy. Das ist die Lüge, die ich dir vorgaukle. Die die Magie in diesem Moment ermöglicht. In dem Bruchteil einer Sekunde. Aber ich sehe hinter dieses Mistding und ich weiß, dass das alles nur Betrug ist. Ja, du erzählst bloß Lügen. Aber ich kann sie formen, ich kann sie verändern, ich kann sie so real machen wie diesen Raum hier. Unsere Propheten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, haben es beschrieben. Die Welt des Antichristen ist eine, wo Schein und Wirklichkeit vollkommen einander gegenüberstehen. Um zu verstehen den Unterschied zwischen Schein und Wirklichkeit, musst du die Auswahl prüfen, die du triffst. Dieses Konzept gilt für fast jeden Aspekt deines Lebens. Wenn du hungrig bist, welche Wahl triffst du? Welche Wahl gibt dir das Fernsehen, die Werbung und unsere Popkultur? Die, welche besser riechen, schneller zuzubereiten sind und scheinen schöner auszusehen. Wenn in dieser Wahl in Wirklichkeit mit Konservierungsstoffen, Chemikalien und Gifte gefüllt sind, geben diese deinem Körper fast keine guten ernährungspsychologischen wichtigen Werte. Und die Wahl, die weniger einladend für die Mehrheit erscheint und eine längere Zeit für die Vorbereitung in Anspruch nimmt, die eine, die nicht vermarktet wird, denken ihre Kinder, das ist langweilig. In Wirklichkeit ist das die bessere Wahl für sie und dein Wohlbefinden. Was ist die Wahl, die du hier triffst? Was ist die Wahl, die deine Kinder treffen? Du brauchst keine Erklärung darüber, wie unnatürlich und schädlich diese sind. Und wie wichtig diese sind. Kannst du folgen, innere Wirklichkeit oder Aussehen? Von deiner kleinen Entscheidung zu deiner wichtigsten. Bist du für die natürliche Form des Heilens oder bist du nur abhängig von chemischen Mitteln? Jagst du diesen Typ von Mann hinterher? Träumst du von dieser Art von Frau?
Welche Art von Generation hast du gewählt, in dir aufzubauen? Hast du jemals dem Planeten etwas zurückgegeben? Oder hast du nur genommen? Sind deine Träume aufgebaut auf materialistischen Ambitionen? Oder basieren sie mehr auf wertvolle Realitäten? Ziehst du es vor, raus in die Natur zu gehen und dein Leben zu reflektieren? Oder ziehst du es vor, zu einer Party zu gehen? Nimmst du dir Zeit, um wirklich zu deinem Schöpfer zu sprechen? Oder verbringst du mehr Zeit mit Aktivitäten ohne Wert? Bist du mehr beschäftigt mit deinem körperlichen Erscheinungsbild? Vernachlässigst du die geistige Wirklichkeit? Also, was hat das zu bedeuten? Der Antichrist ist einäugig und er wird bringen, was Hölle und Paradies ähnlich ist. Und was er Paradies nennen wird, wird in Wirklichkeit die Hölle sein. So warne ich dich vor ihm. Du musst verstehen, dass wir als ein System der Existenz verbunden sind. Und hierfür unsere Welt nur ein Spiegelbild dessen ist, was wir geworden sind. Appearance and reality are always different from each other.